Wir haben von Herrn Doktorow gehört, wie skrupellos teilweise staatliche Stellen, in dem Falle Nachrichtendienste, mit technischen Schwächen umgehen, dass es möglich ist, aufgrund eingebauter Schwachstellen an vertrauliche Informationen heranzukommen. Das Wort, das er hier verwendet, hat mir sehr gut gefallen. It's no bug, it's a feature. Das heißt, die Schwachstelle ist nicht etwa eine Schwachstelle, sondern sie ist gewollt. Und das ist, finde ich, ein Punkt, den wir nicht akzeptieren dürfen und nicht akzeptieren können, wenn wir uns auch von den Segnungen, die uns die Informationstechnologie ohne Zweifel bringt, nicht verabschieden wollen. Wenn es tatsächlich so ist, dass solche Systeme so konstruiert werden, dass dort bewusst Schwächen eingebaut werden und dass diese Schwächen eben auch ausgenutzt werden, dann führt das umgekehrt natürlich dazu, dass die Systeme nicht vertrauenswürdig sind im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir ihnen keine Daten anvertrauen dürfen, und viele Menschen werden das auch nicht tun. Und die Angst genau vor diesem Verlust an Vertraulichkeit, Verlust an Privatsphäre, ist es doch, die auch uns hindert daran, bestimmte tatsächlich Segnungen von Technik in Anspruch zu nehmen. Die Debatte über die elektronische Gesundheitskarte, und da springe ich mal gleich zu dem dritten Vortrag, ich komme auf den zweiten nochmal zurück, zeigt ja, wie eine Diskussion irgendwie völlig daneben gehen kann. Die elektronische Gesundheitskarte steht in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch als ein Datensammelprojekt da, das den gläsernen Patienten schaffen will. Ich hatte gerade wieder diese nette Sache, da werde ich angekündigt, und das ist jetzt nicht das erste Mal, ne, von jemandem, der oder von einem Verband, der durchaus dem Datenschutz sehr positiv gegenübersteht, und dort wird dann sozusagen, welche Skandale sind in meiner Amtszeit angefallen? Ein Skandal, die elektronische Gesundheitskarte, dann, und zum Schluss war dann die NSA. Das war sozusagen dasselbe. Das war, und da habe ich gesagt, das, Leute, also gemacht, das sind schon Unterschiede. Die elektronische Gesundheitskarte, da kann ich Herrn Professor Haas vollständig zustimmen, ist so entworfen worden, dass viele Datenschutzfeatures von vornherein mitgedacht worden sind. Und die Gesundheitskarte ist auch ein Beispiel dafür, dass gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die an und für sich Vertrauen schaffen sollten. Und die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist, warum hat das nicht geklappt? Warum ist es so, dass dieses Projekt, das von dem, soweit ich weiß, alle Datenschutzbeauftragten, von Schleswig-Holstein bis Bayern, vom Saarland bis nach Mecklenburg-Vorpommern, alle sagen, ja, das ist vom Ansatz her eine gute Sache. Warum sind die damit nicht durchgekommen auch? Wir hatten da ein einmaliges Bündnis eigentlich. Und vielleicht liegt das ein Stückchen daran auch, dass wir als Datenschützer zu stark nur, sage ich mal, diesen Datenschutzaspekt uns angeschaut haben und nicht tatsächlich den praktischen Umgang mit diesen Systemen. Und ich kann da auch durchaus anknüpfen, manches, was wir da durchsetzen konnten, könnte möglicherweise die Funktionalität so gefährden, dass der Nutzen auch nicht eintritt. Wenn das aber der Fall ist, dann suchen sich technologische Lösungen andere Wege. Gut, Google Health ist gescheitert, das stimmt. Das ist wieder eingestellt worden, weil man offensichtlich nicht genügend Kunden gefunden hat. Auch an Mangel an Vertrauenswürdigkeit. Und da muss ich sagen, dem weine ich keine Träne nach. Aber da muss man sagen, natürlich wird es neue Systeme geben, es gibt auch solche Systeme, wo und mit viel schlechteren Mitteln, unter kommerziellen Vorzeichen, die höchst suspekt sind, medizinische, höchst sensible Informationen verarbeitet werden. Und wir müssen da tatsächlich mehr zu einer Situation kommen, wo der praktische Vorteil und die Vertraulichkeit und die Vertrauenswürdigkeit in einem Schritt auch gewährleistet ist.
Dagegen steht teilweise ein Interesse, das nicht zu tun. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass es gar nicht der Datenschutz ist, der Dinge verhindert, sondern dass andere Dinge im Vordergrund stehen, die, denen es eigentlich ganz zu Pass kommt, andere Interessen, ganz zu Pass kommt, dass es da auch noch den Datenschutz gibt als Argument, weshalb man eine bestimmte Entwicklung nicht voranbringen kann. Die entscheidende Frage für mich ist, wie können wir Technik gestalten, so dass die verschiedenen Aspekte, die bei der Gewährleistung der Privatsphäre, bei dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung, bei der Autonomie des Betroffenen ansetzen, eben gewahrt bleiben, auch wenn sich das technische Umfeld verändert. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und dazu gehören verschiedene Grundsätze, die wir brauchen. Es muss, und das finde ich ganz wichtig, tatsächlich Datenschutz mitgedacht werden, aber es muss ein Stück dann eben auch so gemacht werden, dass die Menschen es verstehen und dass sie diese Datenschutzfeatures in Anspruch nehmen können. Es reicht nicht aus, dass Daten theoretisch gut geschützt werden können, aber tatsächlich nicht geschützt werden. Und zwar vielleicht deshalb, weil sich die Einzelnen davon überfordert sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch und gerade aus Verbraucherschutzsicht eine große Rolle spielt, weil der Einzelne dann im Grunde genommen sich in Bahnen begibt, die viel risikobehafteter sind. Gerade wenn wir es zu tun haben, das ist ja ein Aspekt, der alle drei Themenbereiche überwölbte. Wenn wir unsere Daten großen wirtschaftlichen Organisationen anvertrauen, die selber nicht daran interessiert sind, ihre Verfahren transparent zu gestalten, denen es eben nicht darum geht, in erster Linie unsere Autonomie zu fördern, sondern natürlich, das kann man Unternehmen auch überhaupt nicht vorwerfen, ein eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgen, dann denke ich, dass wir hier ansetzen müssen. Das heißt, dass wir fragen müssen, wo sind da Grenzen, wo sind da Leitlinien, da müssen wir über Gesetze sprechen, da müssen wir auch darüber sprechen, dass wir in Europa ein gutes Datenschutzrecht brauchen. Ein Punkt ist nicht so stark angesprochen worden, wie ich das erwartet hatte. Big Data, das Wort ist, glaube ich, gar nicht gefallen heute. Nein, das ist nicht gefallen. Das hat mich gewundert, weil ich gedacht hätte, sowohl im Verkehrswesen als auch im Bereich der Medizin, auch bei der NSA spielt Big Data eine große Rolle. Denn das ist eine Herausforderung, mit der wir uns zu befassen haben, weil eben anstelle der konkreten Erforderlichkeit des einzelnen Datums für eine bestimmte Aufgabe eine Denke tritt, in der Daten einen Selbstzweck darstellen, wo es darum geht, die Daten so stark, wie es irgendwie möglich ist, anzuhäufen und für vielfältige Zwecke zu nutzen. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, dann kann das durchaus auch bedeuten, dass die Daten, die über unseren Gesundheitszustand Auskunft geben, gar nicht im Wege traditioneller Diagnostik oder Anamnese gewonnen wurde, sondern einfach durch Auswertung unseres Kaufverhaltens beim nächsten Supermarkt. Das heißt, das ist jetzt nicht eine theoretische Überlegung, das gibt es alles. Einer der nettesten und gut dokumentierten Fälle, wo eben Big Data-Analysen etwas gebracht haben, besteht ja darin, dass gesagt wurde, Schwangere verändern ihr Kaufverhalten in einer Art und Weise, die nicht unbedingt etwas mit bestimmten, die Schwangerschaft betreffenden Produkten zu tun haben, aber diese Verhaltensänderungen finden einfach statt, wenn jemand schwanger ist. Und wer diese Symptome kennt, ne, also früher war davon die Rede, also ich bin ja nun nicht selber Betroffener, aber dass man zum Beispiel irgendwelche Geschmacksvarianten entwickelt nach Gurken, auch sauren Gurken, wenn man gar keine Gurken mag, das ist so ein typisches Beispiel. Also plötzlich werden mehr saure Gurken gekauft von einer Person und über die Kundenkarte wird das zugeordnet und dann weiß der Händler, aha, die ist schwanger. Das weiß die vielleicht selber noch nicht. Also
das ist ein Aspekt, wo wir genau hingucken müssen, weil sich das außerhalb dieser geschützten Sphäre entwickelt. Wir haben die ärztliche Schweigepflicht, wir haben das Sozialgeheimnis. Gut, das wird bisweilen missachtet. Aber der Umsatz an sauren Gurken gehört mit Sicherheit nicht zu den medizinischen und Sozialdaten. Insofern denke ich, das sind Aspekte, mit denen wir viel stärker umgehen müssen. Und da bin ich dann im Prinzip auch noch mal beim Verkehr. Wenn es darum geht, gerade das individuelle Risiko abzuschätzen, das von bestimmten Mobilitätsformen ausgeht, zum Beispiel davon, dass ich eine bestimmte Geschwindigkeit habe, dass ich in einer bestimmten Art und Weise bremse, dass ich möglicherweise mich in Regionen aufhalte, wo mehr Autos geklaut werden als anderswo, dann hat das möglicherweise Konsequenzen auf die Prämie, die ich bei der Kfz-Versicherung zahle. Warum aber eigentlich nur bei der Kfz-Versicherung? Ne? Also eigentlich ist das ja auch ein Thema für die Krankenversicherung. Das heißt, wenn wir diese völlige Vernetzung bekommen und diese Vernetzung wird immer stärker, dann werden plötzlich die verschiedenen Sektoren durchlässig. Die Daten, die aus einem bestimmten Bereich, aus dem Handel kommen, die aus dem Verkehrswesen kommen, werden für den medizinischen Bereich plötzlich wertvoll. Und umgekehrt könnten Daten, die aus dem medizinischen Sektor kommen, kommerziell außergewöhnlich interessant sein. Also ich habe mich mal gewundert, weshalb ich bei Facebook eine Weile, zum Glück hat sich das wieder gelegt, diese Werbung für Bestattungsunternehmen bekommen hatte. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Es hat sich gelegt. Also vielleicht hat irgendjemand anders auf meinen Account zugegriffen. Ich hoffe das ja, dass das die Ursache ist. Vielleicht ist Facebook irgendwas aufgefallen. Das ist wie mit den sauren Gurken. Ich hoffe, dass die sich irren oder geirrt haben. Aber entscheidend ist doch, wie können wir in einer zunehmend vernetzten Welt unsere Autonomie sicherstellen? Und da sage ich, wir müssen darauf hinwirken, dass auch angesichts neuer Techniken genau diese Autonomie stärker gewahrt bleibt. Und da, was ich beim Verkehrswesen sehe, ist da eine Alternative. Nicht alle Daten müssen bei Google landen. Die Patientendaten müssen auch nicht an einer Stelle von einer Institution verwaltet werden. Aber trotzdem ist es doch möglich, das Beispiel mit der Patientenakte auf dem Stick ist ja so ein gutes Beispiel, man kann es anders machen. Die elektronische Gesundheitskarte ist ja eigentlich ein etwas weiterentwickelter Stick mit Verschlüsselungsfunktionen, mit der Möglichkeit, zum Beispiel solche medizinischen Informationen, auch letztlich eine Patientenakte zu verwalten. Das ist alles vorgesehen da drin, in dieser Telematikinfrastruktur. Nur, wir müssen uns da dann auch ein Stück bemühen, genau diese Dinge dann, die sinnvoll sind, diese Weichenstellungen auch dazu zu nutzen, dass bestimmte Entwicklungen tatsächlich stattfinden. Und ich denke, da können dann durchaus Verbraucherschützer, Datenschützer, auch die Einzelnen von profitieren. Ein Satz hat mir sehr gut gefallen bei Professor Haas, das, was Sie Ihren Studierenden sagen, wir haben es nicht mit Schrauben, sondern mit Menschen zu tun. Mit Menschenschicksalen sogar, ja. Noch, das ist, aber ich würde mal sagen, das gilt generell. Wir müssen sehen, dass die Autonomie des Einzelnen genauso wie die gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen erhalten bleiben. Das sind die beiden zentralen Punkte, um die es dabei geht. Und Datenschutzrecht, Verbraucherschutzrecht, das sind, sage ich mal, Stellschrauben, das sind Werkzeuge, die dabei, glaube ich, gängig gemacht werden müssen. Und diese Werkzeuge dürfen nicht nur im Sinne des Rechts, sondern der Ermöglichung von entsprechenden datenschutzfreundlichen, verbraucherschutzfreundlichen, transparenten Techniken genutzt werden. Vielen Dank.